herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich dachte mir, ich mache mal eine Morgenroutine im Sommer. Und ich lege eigentlich normalerweise richtig viel Wert auf meine Morgenroutine und versuche da so viel Zeit wie möglich für mich selbst einzubauen. Also so Zeit für Lesen, Zeit für Sport. Einfach für die Dinge, die ich vielleicht sonst am Tag über keine Zeit habe oder die ich mal schnell verschieben könnte oder weglassen könnte, wenn man viel zu tun hat oder halt wenn man viele Freunde trifft und so in den Sommerferien. Und ich möchte mir das auf jeden Fall wieder angewöhnen, dass ich in der Früh Sport mache, in der Früh lese und mir ein gutes Frühstück mache, ein aufwendiges Frühstück mache. Jetzt, wo ich Zeit habe, möchte ich mir wirklich in der Früh vor allem diese Zeit geben. Ich stehe im Moment so zwischen 7 bis 8:30 auf. Ich versuche wieder ein bisschen früher aufzustehen. Ich möchte auch wieder mal den Sonnenaufgang sehen beim Aufstehen und so weiter. Das lerne ich mir jetzt Schritt für Schritt an. Einfach jeden Tag ein bisschen früher aufstehen und dann klappt das auf jeden Fall. Und ich ziehe mich jetzt an, ich schmeiße mich jetzt in meine Sportklamotten, breite meine Matte auf und fange schon mal mit meinem Workout an. We done had our share of broken hearts, girl. And we shared them painful stories under moonlight. I knew you were the one when I looked in your eyes. And so I told you how I felt about you when the time was right. And you told me the same thing, said you never felt this way. Then we became a tidal wave, and we still talk forever. Hate to be alone, 'cause we know what we came for. Oh, oh, we came for love, calling out each other's names. We came for love, with no time for playing games. We came for love. Ich bin geschminkt. Ich schminke mich immer gleich. Ich glaube, ihr kennt mittlerweile, wie ich mich schminke. Einfach meine Augenbrauen, meine Wimpern, Highlighter und ich habe jeweils einen Punkt Concealer draufgegeben. Im Sommer verwende ich irgendwie keine Foundation, weil ich finde das irgendwie unnötig, weil man schwitzt ja so oder so und deswegen. Ich mache mir jetzt was zum Essen. Ich mache mir jetzt wahrscheinlich eine Joghurt-Bowl. Also veganes Joghurt, Himbeeren, einfach Obst, was ich daheim habe. Und dann muss ich noch am Laptop mein Video hochladen. Und dann werde ich mich ans Lesen setzen und an die Woche planen, weil heute ist Sonntag und ich möchte gern die kommende Woche planen. Plus, heute ist der 2.8. Das heißt, ich möchte auch ganz gerne den August ein bisschen planen. Genau, und das mache ich jetzt.
So, ich bin jetzt fertig mit meinem Video. Das lädt gerade online. Es braucht jetzt noch 30 Minuten. Und ich habe mir schon meinen Kalender geholt. Und ich habe mir schon meinen Kalender geholt und jetzt plane ich mal ein bisschen die nächste Woche. Ich habe jetzt eigentlich alles gemacht, was ich machen wollte in der Früh. Ich versuche immer, meinen Morgen so produktiv wie möglich zu gestalten. Einfach weil ich, habe ich euch oft gesagt, ich bin einfach ein Morgenmensch. Und ich liebe es, in der Früh einfach schon viele Sachen erledigt zu haben und dann am Nachmittag Zeit für Freunde, Familie oder so weiter zu haben. Und deswegen mache ich eigentlich meinen Vormittag immer voll. Aber in den Ferien versuche ich das Ganze gechillt anzugehen, mich nicht stressen zu lassen, auch mal auszuschlafen. Also ich finde so, Balance muss sein, also man muss sich jetzt nicht zwingen, jeden Tag extrem früh aufzustehen. Ich mache das einfach so, wie ich mich gerade fühle, aber ich versuche schon eher früh aufzustehen. Ich wollte euch auch noch erinnern, falls ihr jetzt gerade Ferien habt und einfach Zeit habt, dann nützt mal den Morgen einfach für euch, für die Dinge, die ihr sonst nicht so macht oder für die ihr sonst nicht wirklich Zeit habt, wie lesen, Sport machen, vielleicht irgendeiner neuen Interesse nachgehen, wie Sprache lernen oder so. Man kann so viel schaffen, wenn man früh aufsteht. Das unterschätzt man irgendwie voll, weil manchmal schlaft man so bis 10 und wenn man aber um 6 aufsteht, hat man einfach 4 Stunden, die man einfach nützen kann mit sinnvollen Dingen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Schlaf nicht sinnvoll ist, aber ich finde, wenn man jetzt um 12 schlafen geht oder so, dann kann man easy um 8 aufstehen und hat dann auch noch ein paar extra Stunden Zeit. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr Abend- oder Morgenmenschen seid. Ich räume auch mal manchmal gerne auf am Morgen. Das habe ich heute nicht machen müssen, weil ich habe gestern schon aufgeräumt. Und ich mache mir jetzt Mittagessen. Das heißt, dass dieser Morgen eigentlich schon wieder vorbei ist. Es ist jetzt 12 Uhr. Genau, das war mein Morgen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Falls ihr eine Couple-Morgen-Routine haben wollt, also mit dem Jakob zusammen, dann rede ich mal mit ihm und filme mal das ab, weil wir schlafen ja auch hin und wieder beieinander. Deswegen schreibt es gerne in die Kommentare und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen dazu anregen, früher aufzustehen und euch vielleicht ein bisschen Motivation für den Tag mitgeben. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Bye!